Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Das ist die letzte Woche vor unserer kleinen Osterpause. Wir haben Montagnacht, das heißt eine freie Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft ganz einfach an unter der besagten Telefonnummer 0800 5678 111. Heute Nacht geht's los mit einer Person, die Karko heißt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Eine Frau. Caro. Ach, Caro. Ich ja, hab, ich genau. Falsch gelesen hier. Caro, 24. Ja, genau. Caro. Und zwar... Um was geht's? Ich habe schon am Freitag versucht anzurufen, ich bin nicht durchgekommen. Und zwar, ich bin verheiratet mit einem US-Soldaten und der ist im Moment stationiert im Irak. Wo genau, weiß ich zurzeit nicht. Oder ich habe es eigentlich noch nie gewusst, seitdem er abgereist ist. Du bist Deutsche. Mhm. Ja. Nee, ich bin Italienerin. Italienerin? Mhm. Und ihr lebt in Deutschland oder habt in Deutschland gelebt? Mhm. Er ist in Deutschland stationiert gewesen? Ja, ja. Ja. Und ist von Anfang an mit unten? Bitte? Er ist von Anfang an mit im Einsatz im Irak? Ja. Ja. Seit Februar. Ja. Wann hast du den letzten Kontakt mit ihm, zu ihm gehabt? Vor rund einer Woche ist es jetzt. Vor einer Woche? Ja, genau. Das ist natürlich eine verdammt lange Zeit. Ja, es ist so, am Anfang war es ja so, wir haben fast jeden Tag miteinander telefoniert und dann kam eine Zeit, dann war er auf einmal eine Woche überhaupt nicht angerufen und zwar gesagt, er ruft mich an und dann eine Woche war dann nichts. Und jetzt ist es so gewesen, dass er jetzt schon wieder seit einer Woche nicht angerufen hat. Ich weiß halt nie, was passiert ist. Man macht sich da Gedanken, das ist ja völlig klar. Sieht die Nachrichten und macht sich selber verrückt. Und wenn man dann versucht, mit jemandem darüber zu reden, dann heißt es, es ist ein Soldat, du hast ihn dir so rausgesucht. Naja, das ist auch ein relativ blöder Spruch. Du weißt auch überhaupt nicht, ob er in der Nähe von Bagdad ist, ob er in Basra ist. Oder, du weißt gar nichts. Ich weiß überhaupt nichts. Er ist Mechaniker und wenn die sagen, ja, da ist jetzt was kaputt, dann musst du da hin, ob das jetzt an der Front ist oder nicht. Das heißt, Mechaniker, er ist nicht selbst im Kampfeinsatz, sondern betreut die kämpfenden Soldaten. Also wenn er angegriffen wird, dann muss er sich auch wehren, das ist klar. Dann auch. Aber seine Hauptaufgabe ist halt, sich um die technischen Dinge zu kümmern. Ja, genau. Ja. Wie ist denn das? Haben die Soldaten denn da alle Handys mit? Dürfen die nicht? Nein, die haben überhaupt gar keinen Empfang auch überhaupt. Mhm. Und wie hat er sich... Es geht über eine DSN-Line. Die haben ihren so Trucks dort, verstehe. Satellite gesteuert sind. Und gibt es denn andere Frauen, mit denen du in Kontakt bist, deren Männer auch unten sind und von denen du irgendwas gehört hast? Nee, er ist selber Latino und wir haben mit so vielen eigentlich nicht so viel zu tun. Caro, was denkst du denn über diesen Krieg? Was ist deine Meinung dazu? Ich finde ihn nicht richtig. Mhm. Ich meine, wir alle wissen, dass es Saddam kein Unschutzlamm ist und dass es sein Volk terrorisiert hat. Aber es hätte bestimmt auch einen anderen Weg gäbe können, das zu klären. Wie hat denn dein Freund, als ihr vorher darüber gesprochen habt, darüber gedacht? Das war immer so. Wir haben darüber geredet und er hat gesagt, ja, er wird die ganze Zeit gedrillt auf Krieg und irgendwann einmal ist man so weit, dass man sagt, ich will das irgendwann mal ausprobieren, was man gelernt hat. Mhm. Was dann habe ich ist, mein, ne? Ja klar, dann habe ich mit ihm darüber geredet, wie das meine Sicht ist, dass es nicht richtig ist, so darüber zu denken, auch wenn man es gelernt hat. Ja. Und, heißt das denn, dass es dann oft sogar richtig Streit zwischen euch beiden gab? Deshalb? Nee, es gab nicht darüber Streit, weil er hat es verstanden, was ich gemeint habe. Er hat ja nur die Sicht von der Armee gehabt und nie die Sicht von jemand, der nicht damit. Also er hat deine Meinung, dass du gegen diesen Krieg bist, toleriert, aber er, weil er nun mal Berufssoldat ist, ist er denn mit wehenden Fahnen da reingegangen oder hat er auch schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl? Und das war ja so, er hat ja an dem Tag gearbeitet, wir haben gewusst, er war auf Abruf und war dann auf der Arbeit, ist morgens früh weg und auf einmal um 5 Uhr kam dann der Anruf, ich soll noch ein paar Sachen zusammenpacken, er fliegt nachts.
So schnell. Dann ist er gekommen. Mhm. Dann haben wir noch die Sachen zusammengepackt und sind dann noch zusammen dorthin gefahren. Und ja. Dann er ist heimgekommen, hat die Tür aufgerissen, kam mir dann entgegen, hat mich dann umarmt und sagt, ich habe Angst. Mhm. Dann habe ich gemerkt, dass er das eigentlich doch nicht so ja. mit wehenden Fahnen macht. Die letzte Stunde oder so, in der ihr zusammen wart, wurde über das Schlimmste gesprochen, was ja, vielleicht klar. eintreten könnte, dass er dabei umkommt? Ja, wurde darüber gesprochen. Wir haben das in der letzten Stunde gemacht, wir haben das schon vorher darüber geredet. Mhm. Und er hat schon Angst, hat er auch gesagt, und ja. nicht vor alle Dinge. Habt ihr Kinder? Schwer. Zwei. Ihr habt zwei Kinder sogar. Mhm. Mhm. Hat er irgendetwas gesagt, was du tun sollst, falls irgendwas Schlimmes passieren sollte? Ja, ich habe halt wir haben halt Kontakt viel mit seinen Eltern noch, und er hat ja noch Geschwister, und die rufen auch jedes Mal an, ob ich was gehört habe, aber absolut gar nichts. Ist das denn jetzt noch im Rahmen des Normalen, wenn man so eine Woche nichts gehört hat? Oder ist es schon gut? Ich weiß es nicht, weil Familie ist. Was ist da schon normal? Ja, ja. Ja, Familie bei der Armee ist gleich nichts. Mhm. Das ist schon immer so, wir haben es schon immer so gemerkt. Wie meinst du das? Also, dass die Behörden euch gar nicht großartig ernst nehmen und. Ja, wir werden schon so unterstützt, dass wir jetzt zum Beispiel ein Haus kriegen oder eine Wohnung bekommen, wofür wir nichts zahlen müssen oder so. Oder extra Geld bekommen dafür für die Kinder und für mich. Aber wenn es darum geht, dass es jetzt Krieg gibt oder so, dann werden wir so wenig wie möglich informiert. Es gibt auch Sachen, die er mir dann erzählen darf, wie zum Beispiel, wo er jetzt zurzeit ist oder so. Caro, wir wollen natürlich von ganzem Herzen hoffen, dass dein... seid ihr verheiratet? Ja, ne? Mhm. Ja, dass dein Mann gesund wieder zurückkommt. Könntest du dir vorstellen, dass nach diesem Erlebnis, wer weiß, was er alles erlebt haben wird, das ist auch noch die Frage, dass er vielleicht sich entscheidet, ich gehe aus der Armee raus, ich gehe in einen normalen Job rein? Ja, das hat er ja schon, das ist ja gerade das Lustige. Er wäre normalerweise im Juli jetzt fertig gewesen mit der Armee. Ach so. Und jetzt haben sie darauf verdonnert, dass er vielleicht über ein Jahr, eineinhalb Jahre dort bleiben muss. Also das ist ja nun besonders traurig und tragisch dann, ne? Dass er jetzt in letzter Sekunde quasi dann auch reingezogen wird. Ja, genau. Und er kann dagegen nichts machen. Wir hätten das auch schon gedacht, dass das jetzt auf einmal so schnell geht, ne? Mit dem Krieg. Das hat ja keiner damit gerechnet. Wir haben ja alle gehofft, dass die NATO das doch noch irgendwie oder die UNO das irgendwie noch die so UNO, hingegen kann, dass da nichts passieren. Aber das haben die Amis nun verhindert, ne? Und die haben es verschuldet. Finde ich genauso. Es ist halt immer so eine Sache, man weiß nicht, was passiert. Man weiß es nicht. Man weiß ja nicht, wo er ist. Es kommen ja jedes Mal die Nachrichten im Fernsehen, da heißt es, sind schon wieder zwei US-Soldaten gestorben, aber die sagen ja auch keine Namen. Und es ist so, es ist so viel Leid. Natürlich auch auf Seiten der Soldaten, der Alliierten, aber eben auch auf der Seite der Zivilbevölkerung. Ich habe heute im Kölner Express ein Bild gesehen, was mir überhaupt nicht aus dem Kopf herausgeht. Es war ein 12-jähriger Junge, der durch einen Bombenangriff beide Arme verloren hat. Ich finde es. Der hat nur so die Stummel hier gehabt, und der lag da, und das Bild war beschrieben. Er war im 91 im Irakkrieg und er ist zurückgekommen und musste sich jedes Jahr testen lassen, durfte danach nicht gleich ein Kind bekommen, musste geschützter Geschlechtsverkehr mit seiner Frau. Ja. Und ich kenne meinen Cousin, wir waren dicke Freunde am Anfang, wir haben lustig, das war so schön. Und dann kam er zurück und er war zwar immer noch lustig, aber dann gab es so Momente, da war er wirklich nur da gesessen und hat so einen starren Blick gehabt. Wir haben Angst bekommen. Seine Frau ist dann immer gekommen und hat gesagt, komm, wir gehen raus, wir gehen in die Küche, lassen ihn jetzt gerade mal alleine. Ja, das waren die Nachwirkungen, die Nachfolgewirkung von dem Kriegsangriff. Genau. Das hat er heute noch, das hat er wirklich heute noch. Und davor habe ich solche Angst. Also Caro, wir wünschen dir und euch natürlich von Herzen, dass er gesund und heil zurückkommt und dass er dann, so wie es sein Wunsch ist, aus dieser Armee austritt und in einen zivilen Beruf geht. Von Herzen alles Gute, und wir drücken wirklich die Daumen. Alles Gute. Vielen, vielen Dank. Auf Wiederhören. Ja, auf Wiederhören. Tschüss. Daniel
ist hier 21 und auch Sandra ist bei ihm, die ist auch 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hallo. Daniel, ja. Was ist dein Thema? Freut mich, mit dir zu sprechen. Danke. Ich habe das Thema ungewöhnlicher Fetisch. Mhm. Und zwar stehe ich auf Schallplatten. Ja, es geht eher um das schwarze Vinyl, also um die Schallplatte selbst. Nicht was. Die kleinen und die großen LPs? Eigentlich die großen, ja. Weil die stehst auf schwarze Vinyl-Schallplatten? Genau. Und große? Auf große, genau. Und zwar hört mich das an, wenn die Platte sich auf dem Teller sich bewegt, ja, und sich im Licht reflektiert. Aha. Das ist schwer nachzuvollziehen. Aber ja, in der Tat, natürlich. Was heißt das? Das tönt dich an. Wirklich sexuell? Das ist für mich erotisch, weil ich stehe mehr auf die schwarze Farbe, mhm, und wie sie halt auch reflektiert, wie sie glänzt. Mhm. Und das habe ich dann festgestellt vor ungefähr 5 Jahren. Mhm. Ich bin auch DJ nebenbei. Wie praktisch. Ach ja. Ich besitze auch 2000 Vinyl. Davon gehe ich aus, wenn du DJ bist, dass du eine ganze Menge Vinyls hast. Ja, genau. Und ja, das ist auch da so, dass ich die ganzen Platten auch bei mir im Zimmer hängen habe. Hängen? Ja, dass, mhm, ich sie um mich herum habe. Wie, die hängen an der Wand oder hängen die so richtig an so Fäden an der Decke? Nee, an der Decke, an der Wand, meine ich. An der Wand, ja. An der Wand, mhm, an Decke, ja, nicht, die ist noch nicht. Mhm. Ja. Das ist keine Verarsche. Nein. Erklär's mir genauer. Du legst diese LP auf, es strahlt ein besonderes Licht auf dieses Schwarz der LP. Ja. Und das hat eine erotisierende Wirkung auf dich. Ja, es fängt also ganz zahnlos an. Ich höre sie mir erstmal an, ne? Mhm. Und dann nach einer Zeit stelle ich vielleicht, kommt schon mal vor, dass ich das als feststelle, dass ich das halt so reflektiert halt, mhm, dass mich das anmacht. Es ist völlig egal, was auf der LP drauf ist. Ja. Also sicher. Es hat nichts mit der Musik zu tun, sondern es hat, nein, nur mit dem Gegenstand der LP zu tun. In dem Fall dann nicht, nein. Also da könnten auch die lustigen Musikanten drauf sein. Ja, genau. Oder Marschmusik. Schon wieder ab. So, und ja, dann stehst du davor, dich turnt das an, wie die Schallplatte sich dreht und schön glitzert und so. Was passiert dann? Ja, fange ich an zu onanieren. Du fängst an zu onanieren? Ja. Also ich onaniere nicht drauf, sondern davor. Ich wollte gerade fragen, so krass wird es ja wohl nicht sein. Nein, das nicht. Nee. Ehrlich, das machst du? Das mache ich. Das habe ich nie gehört, sowas. Nee. Das habe ich noch nie gehört. Ich mache 8 Jahre diese Sendung hier. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Und das hat meine Freundin hat das auch bis vor 2 Jahren auch nicht gehört. Das habe ich ihr erzählt. Und sie fing an erstmal zu lachen. Mhm. Nur jetzt nervt sie das total, weil ich kaufe immer mehr Platten ein. Das hat jetzt mehr mit Musik zu tun. Aber sie sagt jetzt, ich soll einfach mal aufhören damit. Aber du kaufst ja nicht immer mehr Platten ein für dieses... Nee, für die Musik. Also. Für die Musik dann. Eben. Genau. Da brauchst du ja nicht so viel. Aber das nervt sie halt. Und er sagt, ich soll das endlich mal alles abhängen hier. Wie oft passiert das denn, dass du das machst? 3-mal die Woche oder so. Wie sag ich? Wohnt ihr zusammen? Nein, nee, wir führen eine Wochenendbeziehung. Aber du hast auch normalen Sex mit deiner Freundin. Ja, das ist das Komische daran. Also, wenn ich mit meiner Freundin zusammen bin, dann ist das ganz normaler Sex. Das heißt, wenn du mit deiner Freundin schläfst, denkst du nicht an die Schallplatte? Nein, das nicht. Das ist ja wirklich völlig schräg. Jetzt, wir reden ja gleich weiter, Daniel. Jetzt gib mir, ja, mal deine Freundin, die Sandra, die ja neben dir steht. Alles klar. Ja. Hallo? Ich kann es ja gar nicht glauben, Sandra. Grüß dich erstmal. Hallo, Domian. Aber du kannst es bestätigen? Ja, natürlich. Es ist ja völlig schräg. Ich habe es noch nie, ja, gehört, sowas. Noch nie. Ich auch nicht am Anfang. Ich habe es auch am Anfang gar nicht geglaubt, aber ja, es ist wahr. Er hat es dir erzählt, ne? Ja, genau. Und du hast am Anfang, meinte er gerade, du hast gelacht. Ja, natürlich. Also ich habe es auch nicht geglaubt. Ich hab's, also ich dachte jetzt echt, er will mich irgendwie verarschen oder, ja, so. Ja. Also er hat schon immer so mit Platten gehabt und mit Musik und so. Und ja, eine Wochenendbeziehung führen wir ja unter der Woche. Mhm. Also ist es mir eigentlich egal so, aber am Wochenende, wenn ich dann da bin, dann also hängt er auch nur am Plattenspieler oder so. Und na gut, aber er ist ja auch noch DJ, das ist ja noch ja, eine andere, ja, Baustelle dann. Ne? Ja gut, klar. Fühlst du dich denn da in irgendeiner Weise benachteiligt oder bist, ja, du da eifersüchtig auf die Schallplatte gar? Oder? Nein, eifersüchtig nicht, aber... Also ich denke mittlerweile schon, dass ihm das irgendwie jetzt wichtiger geworden ist, ne? Ehrlich? So sehr? Ja, also ich find schon krankhaft irgendwie. Du könntest ja eigentlich auf dem Standpunkt stehen, okay, wir haben eine Wochenendbeziehung, ja, was der Bursche in der Woche macht und wie der onaniert, soll mir völlig egal sein, wenn er seinen Spaß hat. Ja. Aber? Ja. Also ich komme irgendwie vernachlässigt vor dadurch. Ich, aber er macht es ja nicht, wenn du am Wochenende da bist. Nee, das macht er nicht. Nee, da bin ich auch froh drüber. Aber ja, wie er mir das
halt erzählt hat und so. Und du meinst, dass die Schallplatte ihm wichtiger mittlerweile ist als... Ja, also alles halt. Ne? Also, wir reden auch gleich weiter. Jetzt gibst du mir den Daniel okay. Bitte nochmal. Alles klar, Moment. Wir müssen mal schnell einen Wechsel immer machen. Ja, Moment. Ja. Wer ist wichtiger, Daniel? Die Schallplatte oder die Freundin? Eigentlich meine Freundin, aber ich kann mich von den Schallplatten nicht trennen. Das ist mein Problem. Mhm. Ich habe über all die Jahre jetzt das ganze Vinyl gesammelt. Und das ist mir auch wichtig, weil Musik spielt in meinem Leben auch eine ganz große Rolle. Gut, dagegen hat sie auch gar nichts, glaube ich. Ja. Oder hat sie was dagegen, dass du in deinem Hobby so sehr viel Musik machst? Zur Musik sagt sie also, das ist egal. Das ist egal. Wir reden jetzt nur über diesen Fetisch, ne? Um die Optik der Platte. Und die Optik der Platten, ne? Genau. Du sagst, eigentlich ist dir deine Freundin wichtiger. Das ist mir wichtig, ja. Aber du machst den Zusatz eigentlich. Ja. Aber ich sehe das eigentlich so, dass ich, dass es zwei verschiedene Welten für mich sind. Dass meine Freundin die eine Welt ist, dass die Schallplatten die andere Welt sind. Mhm. Und wenn sie mal in der Woche nicht bei mir ist, dass ich dann bei den Schallplatten bin. Ja, das habe ich gerade zu ihr auch gesagt. Sie könnte ja auf dem Standpunkt stehen, wenn ich nicht da bin, ist es ja auch, ist es egal, was er macht. Ja. Zumindest wenn er alleine ist. Es ist ja kein, in dem Sinne kein Fremdgehen. Ja. Und es ist definitiv so, wenn deine Freundin bei dir ist, schielst du da nicht auch mal ein bisschen rüber zur Schallplatte? Also ich höre sie mir an. Also. Aber das ist nichts Sexuelles. Nein, das nicht. Ich bin immer noch ganz, ganz baff. Du wirst verstehen, dass man das natürlich nicht nachvollziehen kann. Vielleicht kann man sich das so ein bisschen nachvollziehen, dass man auf Lack und Leder steht. Das ist ja auch schwarz und glänzt. Na ja, gut, das kann man anfassen, das riecht. Und bei dir ist es ja eine reine optische Sache. Bei mir ist es optisch, genau. Mhm. Ich finde das schwarz. Schwarz ist für mich halt sehr elegant. Mhm. Wenn es auch noch glänzt und sich bewegt. Ist denn jetzt, ich will jetzt nicht zu schmuddelig fragen, aber ich meine, letztendlich ist die Frage ja auch müsste gestattet sein. Mhm. Wenn dich das schon so anmacht, besteht nicht der Reiz dann auch auf die Schallplatte? Nein, also das wird das Bild ganz verzerren, wenn dann ein Tropfen da drauf wäre. Und während du das dann machst, dann denkst du nicht an Frauen oder an deine Freundin, sondern du bist ganz konzentriert auf diesen ästhetischen Vorgang des Drehens der Schallplatte im Licht. Genau, ganz genau so. Mhm. Jetzt gibst du mir die Sandra nochmal, Daniel. Wir machen immer hin und her. Okay. Ja, hallo. Also er sagt ja, dass du ihm wichtiger bist, Sandra. Ja, hat er auch schon gesagt, hat er auch schon... Oder ist es bei dir so ein Gefühl, dass du denkst, das ist doch irgendwie ein bisschen krank oder pervers? Was der ja, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wirklich. Also ich auch nicht. Nee, ich finde das schon, ich kann es mir nicht vorstellen. Na, das ist das Problem. Mhm. Hat er das schon mal in deiner Anwesenheit gemacht? Nee, noch nicht. Das noch nicht? Noch nicht, nee. Würdest du das gerne mal sehen? Ich glaube nicht. Wobei du dann auch nicht schlauer bist. Nee. Dann kannst es, dadurch genau, verstehst du also, es ja auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Mhm. Also... Ich kann es mir echt nicht vorstellen. Also, ich finde ganz, ganz wichtig ist zu sehen, wie sehr ihn dieser Fetisch einnimmt. Hm. Wenn eure Beziehung eigentlich weiter gut läuft. Wie lange seid ihr zusammen? Jetzt 4 Jahre. 4 Jahre schon? Hm. Naja. Wenn die eigentlich weiter gut läuft und sexuell auch alles so ist, wie du es dir eigentlich wünschst, dann könnte man ja wirklich auf dem Standpunkt stehen, lass ihm die Schrulle. Ja gut, ist ja auch ein Hobby dann von ihm, ne? Also die Platten jetzt, die Musik. Die Platten, die Musik, ne? Ja, genau, wir reden jetzt nur über den Fetisch, ja, ne? Gut, also das mit dem Hobby, also mit Musik und so, habe ich jetzt kein Problem mit, aber... Ja, ich meine, ich finde ja schon mal gut, dass er dir das überhaupt erzählt hat. Er hätte das ja auch verheimlichen können und du hättest es nie erfahren. Ja, ich weiß. Also vor 2 Jahren hat er es mir erzählt. Naja, gut. Er hat es mir vorher noch nicht erzählt, ich weiß es. Vielleicht war es eben selbst peinlich oder so, ich weiß es nicht. Was man ja auch verstehen kann, dass das peinlich ist. Mhm, natürlich. Ich würde an deiner Stelle wirklich Alarm schlagen, wenn ich das Gefühl hätte, hier, der ist sexuell an mir gar nicht mehr richtig interessiert. Also wenn es dann sexuell bei uns ihm dann vielleicht auch um die Platten geht. So, wenn er wenn er anfängt, pass auf, während wir jetzt miteinander sind, will ich, dass die Platte da läuft oder so. Dann würde ich an deiner Stelle auch sagen, ja, jetzt langt's. Ne? Aber solange er es trennen kann... Würde ich eigentlich so mit ihm umgehen, ja finde ich schon. Mhm. Ja, muss ich das versuchen. Ja, versuch's mal. Sandra, alles Gute. Gibst du mir den Daniel nochmal kurz? Mach ich, okay. Ja. Tschüss. Ja. Hast du mitgehört? Leider nicht. Ich habe ihr gesagt, solange das so klar zu trennen ist und du das wirklich so hinkriegst, die Trennung, finde ich, könnte die Sandra eigentlich damit leben. Und wenn eure Sexualität nicht beschädigt wird durch diesen Fetisch, finde ich das eigentlich okay. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass du es deiner Freundin erzählt hast, was ja auch ein bisschen mutig ist bei so einer abstrusen Geschichte. Ja, also
Also ich habe erstmal versucht, 2 Jahre die Liebe aufzubauen zu ihr, Vertrauen zu schaffen und dann habe ich sie erzählt. Sag mal, Daniel, im Internet treffen sich ja alle möglichen und unmöglichen Menschen dieser Welt. Hast du mal irgendwie recherchiert, ob es so etwas irgendwie irgendwo noch gibt? Andeutungsweise, ja, aber ich habe da keinen gefunden. Ja. Das ist sehr schwer. Alle stehen auf Lack und Leder, auf das auf Standardzeug. Ja. Sowas nicht. Also wie gesagt, ich habe es nur auch zum allerersten Mal gehört. Ja. Finde, wenn du für dich auch das Gefühl hast, ich kann das klar trennen und das beschädigt nicht meine Liebe zu Sandra und die Sexualität, finde ich es okay. Mhm. Ich finde es dann wirklich okay. Eigentlich meine Rede. Nur sie wollte das nicht so einsehen. Ja, vielleicht funktioniert es jetzt bei euch nach dem Gespräch. Ich danke dir. Alles Gute. Danke. Tschüss. So, ihr Lieben, Revolution. Revolution. Ab morgen haben wir eine neue Telefonnummer. Und die zeige ich euch und sage euch diese Nummer jetzt schon mal. Aber diese Nummer, diese neue Nummer, heute bitte noch nicht anrufen. Ab morgen sind wir erreichbar unter 0800 220 50 50. 0800 220 50 50. Ab morgen 0 Uhr könnt ihr uns erreichen unter dieser Telefonnummer. Und ich werde euch jetzt heute Nacht während dieser Sendung ein bisschen nerven, weil ich diese Nummer immer wieder euch präsentieren werde, damit die so ein bisschen ins Gedächtnis kommt. Denn wir hatten diese Nummer ja hier sehr lange, die alte Nummer. Aber ab morgen heißt die Nummer 0800 220 50 50. So, jetzt bin ich mit Larissa verbunden, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Larissa. Hallo. Dein Thema. Und zwar habe ich am Freitag erfahren, dass mein Freund einen Erotikclub hat. Was heißt das, Erotikclub? Ein Puff. Also er sagt, dass da Leute mit Karten spielen und dass es da auch um Sex geht und ja. Wie alt ist dein Freund? 25. Also er wird jetzt 25. Ja. Ein größeres Haus? Er redet darüber nicht. Also er sagt nicht viel darüber. Er will auch nicht, dass ich weiß, wo es ist oder so. Er sagt halt nicht viel darüber. Und wie hast du es erfahren? Er hat es mir von alleine gesagt. Ja. Also er hat mir schon gesagt, dass er einen Club hat, weil mir ist es halt schon aufgefallen, dass er abends mal weg musste. Mhm. Und dann hat er mir das schon erzählt. Achso, er hat gesagt, es ist ein harmloser Club oder irgendwie eine Bar oder sowas. Ja, erstmal hat er gesagt, das wäre ein Club. Dann habe ich gemeint, was für ein Club? Es gibt verschiedene Clubs. Eben. Dann fing er an, ja, da kann man Karten spielen. Dann habe ich mir gedacht, ja, dann ist es halt Spielhalle. Keine Ahnung. Ja, sowas. Aber ja, sowas Illegaleres habe ich mir halt dann gedacht. Mhm. Und dann hat er halt gemeint, dass da auch Frauen sind. Und dann habe ich mir schon gedacht, Frauen. Und dann kamen dann halt immer mehr. Achso, das kam so stückchenweise aus. Das kam stückchenweise. Wie lange seid ihr denn ein Paar schon? 6 Monate. 6 Monate, auch noch nicht so lange. Nee, jetzt. Aber das Problem, oder was heißt das Problem, ich mag ihn halt super gerne. Ist dein Freund ein Zuhälter? Weiß ich halt nicht. Ne, ist jetzt eine Frage, was bedeutet das? Er hat einen Club und da sind Frauen. Also er sagt, der Club gehört, der ist auch nicht auf seinen Namen. Mhm. Er hat demjenigen, der den Club aufgebaut hat, damals das Geld gegeben. Mhm. Und er würde zu 40-45% oder so ihm gehören. Aber er wäre mit dem Namen nicht beteiligt. Ja gut, das ist ja egal. Das Erscheinen ist ja was geht da ab und was ist seine Rolle? Ja. Und wie verhält er sich da? Das ist ja das Entscheidende. Hat dich das geschockt, als du das jetzt richtig so kapiert hast? Oder ja, eigentlich kapiert hast? Also ich habe meine Freundin sitzt jetzt auch gerade neben mir, ich habe mit ihr halt viel drüber geredet, seitdem bin ich auch eigentlich nur bei ihr. Weil ich weiß es halt auch nicht. Ich weiß halt, ihm liegt schon ziemlich viel an mir, weil ich habe ein Kind und er ist Türke. Und ich weiß nicht, das kannst du dir bestimmt auch vorstellen, dass viele türkische Männer eine Frau mit einem Kind nicht unbedingt nehmen wollen. Mhm. Und dann auch den Eltern nicht unbedingt vorstellen. Und das hat er auch gemacht. Mhm. Und er hat auch nicht mit mir geschlafen bis vor einer Woche. Ach. Hat dann halt gesagt, dass ihm das sehr wichtig ist, damit ich ihm glaube, dass er mich sehr lieb hat. Mhm. Und hört sich ja gut an. Ja, schon. Und dann kam das halt mit dem Club jetzt. Hört sich auch wiederum gut an, dass er dir das, wenn auch so stückchenweise, aber immerhin hat er dir das erzählt. Ja. Ne? Er hätte das ja auch irgendwie weiter verheimlichen können. Und, ja, aber, er hätte langsam nicht mehr verheimlichen können, weil er abends immer weggefahren ist. Ach so. Mhm. Also, du weißt nichts, wo genau der Club ist. Und ich weiß nicht, wo der Club ist. Er sagt es nicht. Er sagt nur, dass er außerhalb ist von der Stadt, wo wir wohnen. Mhm. Und
Ja, jetzt sagst du gerade, dass du seitdem bei deiner Freundin bist. Hat dich das jetzt so verschreckt? Habt ihr denn zusammen gewohnt schon, ihr beiden? Nein. Nee. Nee, ich bin nur so, weil ich kann nicht alleine sein im Moment. Mhm. Und wir sowieso zusammen Lehrgänge im Moment haben. Ach so. Mhm. Bin ich halt zusammen mit meinem Sohn jetzt. Hast du denn ihn jetzt seit der Offenbarung schon wieder gesehen? Nein. Auch nicht telefoniert? Doch, telefoniert ja und SMS geschrieben. Merkt er denn, dass du irritiert bist und verunsichert bist? Ja, er fragt immer, ob alles okay ist oder so, aber er muss sagt dann halt immer, es ist alles okay. Meinst du, er merkt, dass da was ja, irgendwie schon ja. Mhm. Ja. Was meint deine Freundin? Kann sie dir ja gerne mal geben, also kann sie es dir selber sagen. Ja, okay, gib sie mal eben kurz und dann reden wir gleich weiter. Okay. Mhm. Hallo. Hallo, wer bist du? Die Dani. Die Dani. Dani, genau. Dani, wie schätzt du die Situation denn ein? Also, ich finde es sehr schwer einzuschätzen. Ich weiß nicht, wie ich persönlich damit umgehen würde. Ich kann es natürlich jetzt nicht so sagen, weil ich nicht in der Situation stecke. Kennst du ihn denn persönlich auch, den Freund von Larissa? Ja, mal kurz gesehen. Also, du kannst ihn aber eigentlich aufgrund deiner so Erfahrung nicht richtig einschätzen. Nee, weil dafür habe ich ihn echt zu kurz nur gesehen. Ich glaube, dafür muss man Menschen schon ein bisschen länger kennen, Oder schon öfters gesehen haben. Ja. Aber also ich glaube, ich persönlich könnte nicht damit umgehen, aber hallo? Irgendwie so ein bisschen zu helfen, so ein bisschen eine Stütze zu sein. Mhm. Schwer, ich meine, wie reagiert man, wenn man ein Kind hat? Man hat einen Freund, der in so einem Milieu, sage ich mal, verkehrt. Ja, ich habe gerade die Larissa gefragt, ist dein Freund ein Zuhälter? Frage, ne? Kann man ja fragen. Ja. Die Frage stellt sich ja jetzt auch, was heißt das? Er hat einen Club oder er ist daran beteiligt mit 40% oder anteilsmäßig und so weiter. Was rätst du ihr denn, wie sie jetzt weiter vorgehen soll? Als beste Freundin. Ja, ich bin ehrlich, ich habe selber keinen Rat. Ich habe selbst auch eine kleine Tochter und könnte mir das persönlich nicht vorstellen, natürlich mit so einem Mann zusammenzuleben. Mhm. Aber die Liebe spielt halt immer eine große Rolle, wo die Liebe hinfällt. Das, was Larissa erzählt hat, sie hat ja sicher viel erzählt über den Mann, ansonsten so. Klingt das denn eigentlich alles gut und ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Also es ist schon so, dass ich sagen würde, die beiden lieben sich über alles und es ist einfach so, dann ich sage, er hält sie ja auch fern davon, er hält sie ja in Sicherheit praktisch, er will sie ja gar nicht damit reinziehen. Ich denke, dass das schon irgendwie ein Beweis ist, dass er sie liebt und dass er sie, ich denke, wenn er sie nur fürs Bett haben will, dann könnte er sie ja locker da reinziehen in diesem Milieu. Ja, dann hätte er auch schon mit ihr schlafen können mal. Ja, natürlich. Ja? Ich meine, aber ich habe halt so dann als Freundin natürlich auch Angst, da sie ein kleines Kind hat, dass er sie trotzdem vielleicht irgendwann da reinziehen könnte. Gut, Dani, das war deine Einschätzung. Jetzt gibst du mir bitte Larissa nochmal zurück und ich berate mal ein bisschen mit ihr, was jetzt zu tun ist. Vielen Dank. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ja. Larissa, da bist du wieder. Ja. Also ich finde auch, also erstmal, was du jetzt von ihm so erzählt hast, klingt positiv, obwohl man, also wie er sich dir gegenüber verhalten hat. Obwohl man natürlich vorsichtig sein muss und skeptisch und vielleicht ist auch nicht zu euphorisch. Ich finde, du solltest Folgendes machen. Du liebst den Mann ja, ne? Ja. Zumindest hast du ein großes Gefühl für ihn. Dass du ihm einfach klar machst, dass dich das sehr, sehr irritiert, was du da jetzt erfahren hast. Mhm. Und um eine gute Vertrauensbasis herzustellen, soll er dir alles erzählen. Er soll dir die ganze Wahrheit sagen, was da los ist und was seine Rolle ist. Mhm. Ich glaube, erst dann kannst du auch richtig damit umgehen und bist auch wieder bereit, vielleicht ihm Vertrauen zu schenken. Ja, vielleicht. Ne, so stocherst du dir also im Nebel, was ist da? Und hast du denn so die Dani sagt. Er sagt halt, er will mir auch nicht so viel erzählen, weil er mich irgendwie nirgendwo mit reinziehen will. Ja, das ist also, ja auch verständlich, aber er könnte dir ja so die Grundfakten erzählen. Was ist seine Rolle da? Ne? Ja. Und was tut er und was ist das für ein Club? Wie ist das organisiert? Ja. Hättest du denn so eine ganz, ist da so eine ganz ferne Angst vielleicht, dass er dich da auch rein. Nein, also, nee, das nicht. Ne? Das glaube ich nicht, weil sonst hätte er auch nicht erst nach einem halben Jahr mit mir geschlafen oder so. Oder mich auch nicht seinen Eltern vorgestellt. Also das denke ich nicht. Gut, also ich finde, du solltest ihm das so sagen, dass du ihn wirklich sehr liebst und dass ihr beide eine Chance habt, die beste Chance habt, wenn er dir wirklich ehrlich gegenübertritt. Und du lässt dich da ja auch gar nicht mit reinziehen. Nee. Das interessiert dich ja alles letztendlich gar nicht. Aber du musst ja wissen, woran du bist, um auch deinen Freund richtig einzuschätzen. Vielleicht ist er wirklich auch erreichbar mit dem Argument. Ja. Auf jeden Fall musst du ihm auch sagen, dass du ein bisschen durch den Wind bist. Das hast du ja so richtig ihm auch noch nicht gesagt, ne?
Nee, er hat es halt gemerkt, das ist klar. Er hat es gemerkt, aber du hast es ihm noch nicht richtig gesagt. Nee. Ich finde, das müsstest du tun. Vielleicht ist es ja ein guter Kerl und wir wollen ja nicht zu früh urteilen, dass er darauf anspringt und er dir sagt, oh, pass auf, so und so und so und so ist das. Ja, vielleicht. So würde ich es machen. Okay, du ja. Alles Gute. Ja, dann danke ich dir. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, so heißt die Nummer ab morgen. Und jetzt ist Tanja dran. Und Tanja ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Tanja. Um was geht's bei dir? Ja, es geht bei mir darum, dass ich habe am Freitag den Tod ins Auge gesehen. Was ist geschehen? Ja, mein Mann ist ausgerastet. Ich bin also 4 Jahre mit ihm zusammen gewesen. Mhm. Und bin jetzt ein Jahr mit ihm verheiratet, habe aber Schluss gemacht, weil ich habe ihn eigentlich schon ein Jahr also nicht mehr geliebt. Mhm. Ich habe ihn geheiratet, weil seine Mutter ist in der Woche gestorben, wo unser Hochzeitstermin war und ich konnte die Hochzeit nicht mehr absagen. Mhm. Mhm. Ich habe zu viel Mitleid gehabt, weil sein Vater ist auch kurz vorher gestorben und das waren so seine einzigen Bezugspersonen. Ui, dann bist du in die Ehe letztendlich aus Mitleid gegangen und nicht aus wirklich eigener Überzeugung. Ja, ja, absolut. Und das bedeutet, dass dann von Anfang an die Ehe schlecht lief? Ja, dazu kommt noch, dass er Ausländer ist. Mhm. Wir haben jahrelang zusammen in einem nordafrikanischen Land gelebt. Mhm. Ich möchte nicht zu viel sagen, ich weiß nicht, wer alles jetzt. Ja, musst du auch gar nicht, ja. Und ich habe dann nach dem 11. September sah ich keine Zukunft mehr für uns dort. Mhm. Habe meine Tochter, die aus erster Ehe ist, geschnappt und bin wieder nach Deutschland, um uns hier eine Zukunft aufzubauen. Mhm. Und er ist dann im letztes Jahr im Mai nachgekommen. Ja. Und ich hatte einfach die Hoffnung gehabt, dass die Gefühle von mir wiederkommen würden und dass das alles wieder laufen könnte. Mhm. Aber es hat sich also nichts getan. Und ich habe jetzt dieses Jahr, also vor 4 Wochen habe ich Schluss gemacht, weil ich nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr mit ihm schlafen, ich konnte gar nichts mehr. Mhm. Es wurde mir immer mehr zuwider. Und er ist dann arbeitslos geworden, ich bin arbeitslos geworden. Und dann kamen die finanziellen Probleme dazu. Mhm. Dann, er wusste nirgendwo in Deutschland hinzugehen. Ihr habt niemanden. Ihr habt auch ein gemeinsames Kind? Nein, meine Tochter, die hat er wirklich wie ein leibliches Kind behandelt. Ich dachte, du hast sogar schon gesagt, ich dachte, es gäbe auch noch ein Kind mit, also von euch beiden. Nein. Das hast du gerade gesagt, du hast am Freitag dem Tod in die Augen geschaut. Was ist denn genau geschehen? Ich habe meine Tochter wie immer abends ins Bett gebracht. Wie alt ist sie? 7. Mhm. Und es war eigentlich auch, wir hatten vorher Streit gehabt, den hatten wir öfters, so kleine Streits. Also er war immer sehr ruhig, aber er hat auch vieles missverstanden. Und daraus kamen dann immer irgendwelche Kleinigkeiten zusammen. Und es war aber eigentlich eine ganz normale Situation eigentlich. Mhm. Und als ich dann wieder zurückkam ins Wohnzimmer, da hat er schon stehend, also in der Tür auf mich gewartet. Und hat mir befohlen, mich in den Sessel zu setzen mit einer Stimme, die ich gar nicht an ihn kannte, so befehlend. Mhm. Und das ist auch gar nicht seine Art. Mhm. Und ich Idiot, habe ihn auch noch nachgeäfft, setze ich da in den Sessel. Mhm. Und dann hat er mir sofort die Faust aufs Auge gehauen. Und ich konnte gar nicht so schnell reagieren, wie das passiert ist. Ich habe damit auch gar nicht gerechnet. Ich habe auch gar keine Abwehrhaltung gehabt. Es ging voll ins Auge. Ja. Und erzähl mal weiter. Ja, das hat dann auch sofort geblutet und mir lief das Blut über die Wange und ich habe das aber, ich habe das gar nicht registriert, was da jetzt wirklich passiert. Und ich habe nur Au gesagt und dann stand meine Tochter im Türrahmen, die hat das gehört irgendwie und dann hat er sie geschnappt am Schlafanzug und hat ihr die Faust volle Kanne ins Gesicht geschlagen. Dem Kind? Ja, und die liebt er total. Und die ist dann sofort zu Boden gegangen, aber sie hat nicht mal geweint. Mhm. Und dann hat er so ein breites Klebeband, weißt du, so Packband, hat er genommen, ich zitter gerade am ganzen Körper wieder, und dann hat er ihr die Füße und die Hände damit eingeklebt, zusammengefesselt und hat dieses Packband auch durch ihren Mund geführt, so um den Kopf herumgewickelt. Und ich habe ihn halt gebeten, dass er das Kind sein lässt. Und dann hat er sich wieder zu mir gedreht und hat mir die Faust auf den Mund geschlagen. Ist natürlich alles aufgeplatzt. Mhm.
Und du bist zu Boden gegangen? Nein, ich habe da in diesem Sessel gesessen. Bist du in dem Sessel sitzen geblieben, während er das mit dem Kind machte? Das ging so schnell. Ja, ja, die Kleine stand auf einmal in der Tür. Ich war ja selber noch fassungslos von diesem Schlag in das Auge. Und Denn dann weiter? Dann hat er dich wieder geschlagen. Das Kind lag gefesselt auf dem Boden. Und dann? Und dann hat er, weil ich so gebeten habe, das Kind sein zu lassen, hat er mir die Faust auf den Mund. Und dann hat er von mir verlangt, dass ich meine Arme vorstrecke, weil er die auch fesseln wollte mit dem Klebeband. Das habe ich dann auch getan, weil ich wusste auch gar nicht jetzt, was ich machen soll. Und ich hatte auch so Angst gehabt. Und dann hat er mir die Hände gefesselt und hat mir auch das Klebeband so durch den Mund so rumgewickelt, um den ganzen Kopf so rum. Ja. Und dann hat er auf einmal dieses 30 Zentimeter lange Küchenmesser in der Hand gehabt und hält mir das vor den Bauch und meinte, ich habe sein Leben zerstört und ich müsste jetzt auch sterben. Und dann hat meine Tochter trotz des Klebebandes, konnte man trotzdem reden, das war nicht professionell, das war einfach so, ich weiß nicht, der ist irgendwie ausgerastet. Und dann hat er, mit dem Messer, dann wollte er mich abstechen. Und dann hat meine Tochter gewimmert und hat gesagt, bitte lass meine Mama leben, die brauche ich doch noch. Und dann hat er sich dem Kind wieder zugewendet und hat ihr gedroht. Und er hat gesagt, er tötet jetzt erst sie, damit ich das sehen muss. Und dann tötet er mich. Und dann fährt er zu meinen Eltern und tötet meine Eltern. Und dann fährt er zu meinem Bruder, den tötet er auch. Und dann fährt er noch zu meiner Freundin und die tötet er auch. Und dann kommt er hierher in die Wohnung zurück. Und dann steckt er die Wohnung in Brand und legt sich in mein Bett und dann sticht er sich ab. Gott, Tanja, das ist ja die Hölle, was du erzählst. Ich sag dir das und ich krieg nirgendwo Hilfe. Wie hat sich das denn aufgelöst? Wie seid ihr denn da rausgekommen? Ja, ich war in dem Moment viel cooler, als ich jetzt bin. Ich habe einfach nur gedacht, weißt du, man sieht ja diese ganzen Filme, ja, und dann denkt man irgendwie, du musst reden, du musst mit dem reden. Ja. Und dann habe ich einfach mit ihm geredet und ich habe ihm alles erzählt, was ich dachte, was der jetzt hören will. Obwohl du auch das Klebeband halb im Mund hattest, aber du konntest dennoch reden. Ja, weißt du, der Mund war da halb geöffnet, war so straff gezogen. Und hast auf ihn eingequatscht, geredet? Ja, geredet, wie ein Wasserfall. Ich bin natürlich immer weiter geschlagen, weil ich soll die Fresse halten, weil er wollte nichts hören. Und ich habe die Schläge aber gar nicht mehr gemerkt. Das sehe ich jetzt erst, was alles passiert ist. Durch was kam die Erlösung? Ich habe ihn um ein Glas Wasser gebeten, weil er ist Araber. Und soweit ich die Kultur kenne, darfst du niemandem einen Schluck Wasser verwehren. Und ich habe auch immer wieder von Allah gesprochen. Ich habe an seinen Glauben appelliert, der zwar nicht sehr ausgeprägt ist, aber ich habe gesagt, Allah wird das nie akzeptieren. Und du hast zwei Kinder aus erster Ehe. Denk an deine Kinder. Ja. Und dann habe ich ihn dann halt gebeten, die letzte Zigarette, bevor ich sterbe, weil er hat immer weiter gesprochen. Hat er dir das Wasser gereicht? Ja, aber es war Gin. Also es war ein Glas Gin. Er hat es ganz hämisch mir ins Gesicht gekippt. Wann war die Erlösung? Wann ist er gegangen? Oder wann warst du... Das war... wie ich diese Zigarette von ihm gebeten habe, die ich dann endlich bekommen habe, die ich nicht geraucht habe, sondern brennen ließ, damit die mir Zeit ließ. Ja. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll sich neben mich setzen und habe ihn so gebeten. Und das hat er dann auch zögernd getan. Die Kleine war ganz ruhig, die hat keinen Mucks gemacht. Und er hat dann neben mir gesessen und ich habe Körperkontakt zu ihm bekommen. Ich habe sein Bein gestreichelt, also mit den gefesselten Händen so. Und habe seine Hand versucht zu greifen und zu streicheln und habe ihm alles erzählt, es wird alles wieder gut, es gibt keine Polizei. Dadurch hat er sich beruhigt? Ja, da wurde er dann wach und meine Tochter hat sofort reagiert. Ja. Sie hat dann auch gleich ihm die Händchen entgegengehalten und gesagt, bitte, bitte, auch Papa. Intuitiv gemacht. Ja, die waren. Hat er denn durch diese Berührung und durch dieses Einreden, hat er euch dann wieder losgeschnitten? Ja, genau. Wie meine Tochter das dann gemacht hat, ihn gebeten hat, weil das so weh tat, diese Fesselung. Ja. Das heißt, er ist dann wieder zur Besinnung quasi gekommen und genau. Hat euch in Ruhe, hat euch befreit von dem Klebeband. Ja. Und hat er sich dann entschuldigt oder? Ach, der war am Boden zerstört. Du, ich kenne ihn auch so nicht. Der ist ein ganz sanftmütiger Mensch. Das ist einer, der kriegt man nicht mal eine Fliege tot. Also der ist völlig ausgerastet und war danach, nachdem er dann wieder bei sich war, völlig beschämt. Da wollte er sich umbringen. Ich konnte ihm das Messer noch entwenden. Er saß da und wollte das Messer in den Bauch stoßen. Er war aber nicht betrunken oder irgendetwas? Oder hat Drogen genommen? Oder? Doch, betrunken war er wohl. Wo bist du mit dem Kind jetzt? Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war bei meinen Eltern. Wo ist er? Er ist im Gefängnis.
Das heißt, du hast die Polizei benachrichtigt? Ja, also, weil er so stark selbstmordgefährdet war. Er hat mich noch zum Krankenhaus gefahren. Aber du sagst gerade, mir hilft niemand und es glaubt mir keiner. Immerhin ist er schon mal im Gefängnis. Doch, glauben tun sie mir schon. Ich habe 6 Stunden bei der Polizei gesessen. Mhm. Die sind auch da sehr mitfühlend. Aber es gibt so eine Opferhilfe hier bei uns im Ort, also in der Stadt. Mhm. Aber ich kriege keine Termine für eine psychologische Behandlung. Gerade mein Kind leidet fürchterlich. Das glaube ich. Die hat ja Angst um mich gehabt. Ja. Also dein großer Wunsch ist jetzt, das ist, so verstehe ich vielleicht auch den Anruf jetzt, dass es so ein Hilferuf ist hier. Ich brauche eine Unterstützung. Und ja, mein Kind braucht Hilfe. Dein Kind braucht Hilfe. Ihr habt ein Todesminuten durchlebt. Ja, genau. Ne, so war es ja, wie du es gerade beschrieben hast. Und seitdem hängst du völlig alleine in der Luft. Du hast nur bei der Polizei, die ihre Pflicht da getan haben. Der Typ ist im Gefängnis. Aber du brauchst Hilfe und das Kind braucht Hilfe. Ja, das ist auch so. Meine Eltern, alle sind für mich da. Da bin ich nicht alleine. Mhm. Aber ich habe auch ein wahnsinniges Mitleid mit meinem Mann. Mhm. Das hört sich so pervers an, aber er war noch nie so. Mhm. Und ich weiß, der sitzt jetzt im Gefängnis. Der wird in einem halben Jahr die Verhandlung haben. Danach wird er direkt abgeschoben. Ja, ich weiß nicht, ob in seinem Land auch noch Strafe wartet. Ich würde jetzt erstmal meine Gefühle auf das Kind konzentrieren und auf dich selbst und nicht auf ihn. Verständlicherweise hast du Mitleid, aber andererseits, er hätte euch wirklich fast umgebracht. Ja, das sagt die Polizei auch. So, also Mitleid dann vorbei. Ne? Mhm. Es ist gut wirklich, dass er im Knast sitzt im Moment und dass nichts Schlimmes passieren kann. Euch muss geholfen werden. Ja. Und ich verspreche dir jetzt, das heißt meine Psychologin, die Elke, wird jetzt gleich mit dir reden und wir werden versuchen, dir das zu ermöglichen und dir da Hilfe zu geben und dir Hilfestellung zu leisten, wie es irgend möglich ist, was in unserer Macht steht. Domian, danke. Wirklich, das war eigentlich wirklich der Grund, warum ich angerufen habe. Ja, natürlich machen wir das. Also das, was wir tun können, werden wir jetzt gleich tun. Das heißt, du legst auf, Tanja, und die Elke ruft dich an und ihr könnt in aller Ruhe bereden und sie wird dir hoffentlich dann auch die entsprechenden Telefonnummern und Tipps geben können und Ansprechpartner. Ich danke dir vielmals. Alles Gute von Herzen für dich und für dein Kind. Danke und mach weiter so. Du hilfst vielen Leuten. Dankeschön. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das ist unsere Telefonnummer ab morgen. Ab morgen 0 Uhr lautet die neue Domian-Telefonnummer 0800 220 50 50. 0800 220 50 50. Ab morgen. Ab 0 Uhr ist diese Nummer geschaltet und um 1 sind wir dann ja wieder da im Radio und im Fernsehen. Heute gilt diese Nummer noch nicht, sondern unsere alte Telefonnummer. Billy, begrüße ich herzlich. Billy ist 41 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Billy, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass man in Deutschland die Todesstrafe wieder einführen sollte, aufgrund dessen, was ich da gehört habe, dass die beiden Kinder da in Eschweiler getötet worden sind. Zuerst einmal möchte ich mal Mitgefühl den Eltern ausdrücken. Ja, ich glaube, da schließen wir uns alle an. Das ist ein so unermessliches Unglück, dass man es wahrscheinlich überhaupt gar nicht nachvollziehen kann als Nichtbeteiligter. Lebst du auch in Eschweiler oder in der Umgebung? Nein, ich lebe in Leverkusen, nur ich habe das verfolgt und ich finde das also sehr, sehr schrecklich, was da passiert ist. Also es geht um den Tom und das Mädel heißt Sonja, glaube ich. Ne? Ja. Ja. Ja, es ist unglaublich, es ist wirklich unglaublich. Ja, ich finde das auch, ich finde also auch noch eine Aussage etwas sehr deprimierend. Ich habe da heute mal im Dritten reingehört, wo nachdem das ja bekannt geworden ist, dass das Mädchen ist, dass man dort auch mit dem Satz gespielt hat, man wollte die Suche ja sowieso schon abbrechen, weil man die Polizei für andere Einsätze gebraucht hätte. Und die Ortsunterschiede, wo man das Kind gefunden hat, jetzt das Mädchen, das ist also für mich irgendwie nicht nachvollziehbar. Wie hat der Typ das gemacht, dass er das Mädchen so weit mitnehmen konnte, dass da nichts aufgefallen ist? Ja, es ist ein völlig mysteriöser Fall. Und man schließt ja, glaube ich, soweit ich es verfolgt habe, auch ein Sexualdelikt aus. Ne? So viel wie ich weiß, ja, aber das ist noch nicht ganz raus. Ganz also man raus gibt noch nicht alles raus. Also, es ist natürlich immer so, wenn solche Dinge passieren, dass der Ruf nach der Todesstrafe kommt. Ja, den beziehe ich nicht nur da drauf, sondern allgemein. Also das, was jetzt in der letzten Zeit in Deutschland an Kindermorden passiert ist, in den letzten Jahren,
und auch so mit den ganzen Morden. Mhm. Ich meine, also, es ist ziemlich lasch. Also, ich erlebe es immer wieder, dass Leute dann für 10 oder 20 Jahre verschwinden, wenn nicht Sicherheitsverwahrung angesagt ist. Das kann man doch einfach nicht machen, dass da jemand das Recht in der Hand hat, Kinder zu töten und dann nur 10 Jahre kriegt, wenn es ein Jugendlicher war. Also, ich finde das irgendwo ziemlich dreist. Weißt du, Billy, ich bin deiner Meinung einerseits und andererseits bin ich überhaupt nicht deiner Meinung. Ich bin der Meinung, das sage ich ja sehr oft auch in dieser Sendung, dass einfach das Strafmaß in Deutschland viel zu lasch ist. Grundsätzlich sage ich das sogar erstmal sogar ganz allgemein. Und ich finde es auch sehr bedauerlich, dass es eben nicht ein wirkliches lebenslänglich bei uns oder kaum gibt, dass es dann nach 10, 15 Jahren dann schon wieder aufhört. Aber, und ich kann so gut verstehen, wenn man sich hineindenkt in so ein unendliches Grauen, man sich hineindenkt in die Seelen der Verwandten und der Angehörigen, dass man sagt, ja, Todesstrafe. Aber ich will ja andererseits auch sagen, ich bin froh, dass wir so in einem so zivilisierten Land leben, dass wir nicht in den USA leben, zum Beispiel. Wo ich bin froh, dass wir keine Todesstrafe haben. Ich halte das für einen zivilisatorischen, großen Fortschritt, dass wir Menschen nicht auch töten. Abgesehen davon, wie viele Menschen schon aufgrund der Todesstrafe auch unschuldig gestorben sind. Na, das muss man ja immer sehen auch. Ja, das kann ich auch ganz gut nachvollziehen, aber das ist harte Strafen, lebenslänglich weggesteckt. Keine Erleichterung, kein Knast mit Schwimmbad und weiß ich was alles. Ja, hart, aber nicht Todesstrafe. Ich würde diesen Satz auch anders formulieren. Ich würde sagen, diese Leute dürften nie wieder in Freiheit kommen. Mhm. Es muss nicht die Todesstrafe sein, aber es muss eine Sicherheit da sein, das sehe ich auch so. Dass die auch für immer meinetwegen hinter Gittern oder so in der Psychiatrie. Und nicht, dass das irgendwelche Psychologen dann nach 15 Jahren in Gutachten schreiben und sagen, okay, der kann wieder raus, das haben wir alle schon gehabt und es passieren wieder Unglücke. Ja, genau das ist es nämlich, was mich nämlich ärgert. Deswegen sagte ich das gerade mit dieser Todesstrafe, das ist ziemlich weit hergeholt und auch ziemlich übertrieben. Aber wenn ich dann immer wieder höre, ja, der kriegt 15 Jahre, nach 15 Jahren wird ein Gutachten ausgestellt, der kommt raus und bringt wieder den Nächsten um, dann frage ich mich, wie arbeiten die Psychologen überhaupt und wie können die das im Knast überhaupt auf die Reihe kriegen, dass sie nach 15 Jahren so einen guten Achter haben? Ich glaube, wenn wir das so formulieren, dass wir im Namen von 95% aller Zuschauer, aller Zuhörer jetzt reden und denken, dass einfach für solche Schweine, und so muss man es sagen, einfach die härtesten Strafen ausgereizt werden müssen, die unser Gesetz bietet, oder unser Gesetz müsste dementsprechend noch erweitert werden, dass sie wirklich knallhart ein Leben lang hinter Gitter. So. Ja, der Meinung bin ich. Das muss nicht die Todesstrafe sein. Und das Leben, ich sage das nochmal, das Leben darf denen nicht leicht sein hinter Gittern. Genau, das muss ein hartes Leben sein hinter Gittern. Wir haben ja sowieso kein leichtes Leben. Ich war ja mal im Gefängnis, musste mal eine Geldstrafe absitzen. Mhm. Und ich weiß, dass die Kindermörder dort also das Letzte sind. Ja, ich weiß. Ja, ist also sehr, sehr schlimm, wie die dort behandelt werden. Und ich sage mir, die haben das auch gar nicht anders verdient. Also dieser Fall ist wirklich ungeheuer erschütternd. Hast du irgendwie, ich habe es nicht, in den Medien irgendwas mal mitbekommen von den Eltern oder der Familie, was da los ist, was die denken, wie die darauf reagieren? Nein, gar nichts. Also man sieht, man kommt nur über Eschweiler mit, dass dort also sehr viele Kinder sind aus der Schule, wo die beiden gewesen sind, dass ja also sehr große Trauer ist und sehr viel Entsetzen darüber ist. Und dass auch sehr viel Angst ist, weil man nicht weiß, kommt der Täter jetzt aus dieser Umgebung, aus Eschweiler? Und wenn ja, wie lange dauert es, bis man den kriegt? Ja. Es gibt auch keinerlei Mutmaßungen, ob der Täter vielleicht aus dem Umfeld der Familie kommt, dass es irgendein Racheakt an der Familie ist. Oder so. Man weiß gar nichts. Ne? Nein, gar nichts. Es ist gar nichts darüber bekannt. Die Polizei gab heute Mittag in der Pressekonferenz nur bekannt, sie hätten teilweise Spuren an den Kindern entdeckt. Diese aber nicht freigeben würden, auch noch nicht alles sagen würden. Das müsste man auch nicht. Man hat sich auch über die Presse aufgeregt, dass die Presse wohl versucht haben muss, den toten Körper des Mädchens im Sarg dort zu fotografieren. Und da hat man sich also sehr aufgeregt zu und Recht. Hat gesagt, das war sehr, sehr niveaulos, was man dort versucht hätte. Zu Recht. Man sollte den Eltern jetzt auch ganz in Ruhe lassen, weil das war ein Schicksalsschlag, die wohl nicht mehr so schnell wegstecken würden. Nein, nie mehr. Also die brauchen ganz dringend also jetzt Betreuung ohne Ende. Was geht in einem Menschen vor, der so etwas tut? Man sagt immer, diese Menschen sind krank. Ich weiß nicht, ob das unbedingt mit Krankheit zu tun hat. Also das klingt nur so harmlos, ne, mit krank. Ja, ich sag mal, vielleicht, wenn es ein erwachsener Mann ist, sage ich mir, vielleicht hat er zu Hause die Hosen nicht an und ist dort ganz gewaltig unter den Schuhen seiner Frau oder Freundin, wer weiß es.
Und bei Jugendlichen sage ich mir, die sind nicht ausgelastet heute mehr. Also was ich so mitkriege, was da abgeht und gut, wir wollen nicht mutmaßen. Wir wollen nur hoffen, dass der Täter wirklich so schnell wie möglich gefasst wird. Ja, das ist die größte Hoffnung, die ich habe, dass man das so schnell wie möglich auf die Reihe kriegt, den zu kriegen. Ich danke für deine Meinungsäußerung, Billy. Gut. Und wünsche alles Gute. Gut, okay. Auf Wiederhören. Domian, ist diese Telefonnummer da morgen auch kostenlos? Die ist auch kostenlos, ja. Gut, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Bei der Gelegenheit könnte ich sie gleich nochmal nennen. Die kostenlose Telefonnummer, die wir ab morgen haben. 0800 220 50 50. 0800 220 50. 50. Marie, 18 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Marie. Ja, was ist los? Ja, das geht um meine Beziehung, die mir ziemlich wichtig ist. Ja. Und zwar habe ich ein Riesenproblem. Ich komme nicht mehr an meinen Freund ran. Inwiefern? Wir haben ein Streitthema. Das ist unser beider Missbrauch in der Kindheit. Beider? Er auch? Ja. Ziemlich massiv. Und es ist so, dass ich da sehr offen drüber sprechen kann. Und er gar nicht. Von wem bist du missbraucht worden? Von dem Freund meiner Mutter. Wie lange? Was heißt lange? Also es ist über Jahre verbaler Psychoterror gewesen, aber zwei konkrete Vergewaltigungen. Zwei Vergewaltigungen als Kind. Wie alt warst du da? Bei den Vergewaltigungen war ich 8 und 9. Ja. Und bei ihm, wer war es bei ihm? Weißt du das? Die eigene Mutter. Die Mutter? Ja. Was hat die Mutter mit ihm gemacht? Sie hat ihn gezwungen, dass er sie dass er sie oral befriedigt. Als Kind? Ja. Also die eigene Mutter hat den kleinen Jungen dazu gezwungen, dass er sie mit 5 Jahren. Mit 5 Jahren. In Verbindung mit Schlägen und Drohungen. Wie lange ging das? Hat er das erzählt? Das war wohl ein einmaliges Erlebnis, aber er wurde über mehrere Jahre auch noch geschlagen. So, und das Hauptproblem ist, dass er sich da sehr verschließt und er nicht wirklich drüber reden möchte, du es aber tust und ihr deshalb aneinander geratet? Es sieht konkret so aus, dass ich, wir sind jetzt etwas über ein Jahr zusammen und wir haben uns ja mehr oder weniger so getroffen, dass ich also schon sehr lange in ihn verliebt war und da auch immer eine gewisse Verbundenheit da war. Für ihn aber eigentlich immer feststand, er will auf gar keinen Fall irgendetwas Körperliches mit einer Frau zu tun haben. Aha. Gar nicht. Also er war bis zu seinem 22. Lebensjahr auch noch Jungfrau. Wie alt ist er jetzt? 23. Ja. Aber ihr habt mittlerweile dann etwas miteinander gehabt. Ist das auch ständig ein permanentes Problem, die Sexualität? Nee. Nee. Also seitdem das erste Mal passiert war, war das eigentlich kein großes Problem mehr, was das angeht. Versuch mir doch nochmal in einem einfachen Satz zu erklären, Marie, was jetzt so der Hauptstörfaktor ist in eurer Beziehung. Dass er da nicht drüber reden will oder zieht sich das auch in eure Beziehung in andere Bereiche hinein? Ja, das sieht so aus, dass ich hatte vor ein paar Monaten eine Phase, wo halt wo die ganzen Bilder halt wieder hochkamen und ich also permanent Nächte geweint habe und auch mich für eine Woche in die Psychiatrie eingewiesen habe, weil das eben alles wieder da war. Ja. Und er war halt abends da, hat mich auch in den Arm genommen. Aber wenn ich dann kam, ja, das und das geht in mir vor, dann kam gleich, oh Gott, hör bloß auf. Und er wurde regelrecht aggressiv. Er will das gar nicht hören von dir. Genau. Und inzwischen ist es so, dass ich immer ab und zu noch versuche, mit ihm darüber zu reden, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass er sie mitbekommen hat, dass das noch so in mir drin steckt, ist seine Geschichte wieder hochgekommen. Und er will da absolut nichts mit zu tun haben. Er hat 4 Jahre Therapie gehabt und hat... Ach, hat er gehabt? Nie darüber gesprochen. Also ich bin... Ach so, er war in einer Therapie wegen irgendwas und hat darüber aber nicht gesprochen.
Genau, also über das eigentliche Problem nicht. Mhm. So. Immerhin, also dass das dir dann erzählt hat, ne? Ja. Also ich bin im Grunde die Einzige, die ihn kennt, der weiß, wer es war und was genau passiert ist. Ja, wer weiß denn überhaupt noch von dem Vorfall? Sein Vater. Sein Vater, mhm. Ja. Und du hast ja, das höre ich gerade raus, dich zu therapeutisch schon einigen Dingen unterzogen. Ach, viele, ja. Viele, mhm. Das heißt, du gehst in diese Therapien mit diesem Thema, du hast das viel schon thematisiert, du hast darüber geredet. Und ja. Also in meinem engen Bekanntenkreis ist es sowieso so, dass das jeder Bescheid weiß. So. Also natürlich nicht Detail für Detail, aber die wissen, warum es mir mal schlecht ging oder so. Das ist natürlich jetzt wirklich eine sehr heikle Sache, dass er sich jedes Mal dann daran erinnert fühlt, was ihm widerfahren ist. Vielleicht ist ihm ja doch noch viel mehr widerfahren als das, was du weißt. Vielleicht, wir wissen, es kann ja sein, ich mutmaße jetzt mal, dass sich da so viel in ihm aufgestaut hat. Und immer wenn es dir schlecht geht und du über den Vorgang und die Fälle redest in der Vergangenheit, dass alles in ihm hochbrodelt. Mhm. Ist es eine große Liebe, die euch verbindet? Ich würde sagen, es ist mehr als das. Es ist so, ich weiß nicht, es klingt übertrieben, aber es ist so, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals nochmal auf einen Menschen treffe, der mir so unglaublich nahe steht. Mhm. Also ich hatte ähnlich lange Beziehungen, aber es ist nie so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, wir haben einfach was uns verbindet. So. Würdest du sagen, Marie, dass das umgekehrt genauso ist, dass du für ihn auch so ein wichtiger Punkt in seinem Leben bist? Ja, aber ich denke, dass das für ihn auch wiederum ein großes Problem darstellt. Mhm. Wenn du ihm klar machst, dass eure Beziehung, wenn sie ihm denn sehr viel wert ist, dass diese Beziehung eigentlich auch nur eine Chance hat, wenn ihr beide, das heißt er auch, über dieses, was ihm da passiert ist, zumindest dir gegenüber ganz offen ist und er dir auch die Möglichkeit gibt, dass du bei ihm ganz offen sein kannst. Meinst du, dass das zugänglich ist bei ihm, wenn du ihm das so versuchst klarzumachen? Dass, wenn er sich da jetzt sträubt, dass er sogar Gefahr läuft, vielleicht die Beziehung zu gefährden? Das hat er schon. Also, hat er schon. Hast du ihm das so auch gesagt? Das weiß er. Also wir waren auch eine Woche getrennt und es ist so, dass er ist ein sehr starker, Prinzipienreiter, klingt blöd, aber es ist nun mal so. Also wäre er zu gewinnen, ich frage es jetzt nur mal so, ich habe fast schon die Sorge, dass es nicht so ist, aber ich frage es trotzdem. Wenn du sagst, pass mal auf, lass es für uns tun. Lass uns beide zu einem Psychologen gehen, zu einer Paarberatung gehen. Dass ein unbeteiligter Profi euch hilft, dass der mit euch spricht, dass der euch versucht, ein bisschen zueinander zu führen. Das würde er nicht wollen. Aber frag ihn doch mal. Einfach, weil er ist was das Thema Vertrauen angeht. Mhm. Ich meine, also wir sind jetzt, wie gesagt, über ein Jahr zusammen und es gibt einfach... Aber du musst ihm klar machen, dass er wirklich unter Umständen die Beziehung gänzlich kaputt macht. Und dann ist die Frage, ob er das wirklich will. Vielleicht ist ihm die Gefahr noch gar nicht so bewusst. Du hast ihm das ja so richtig knallhart auch noch nicht ins Gesicht gesagt, dass er schon was beschädigt hat, ne? Oder? Doch, das weiß er. Dann sag's nochmal. Und sag, dass du das aber nicht möchtest und bitte ihn quasi, dass man doch gemeinsam eine Chance nutzen sollte. Er hat doch nichts zu verlieren. Er kann doch aus diesem Gespräch auch wieder rausgehen und sagen, hier, es bringt mir nichts. Ich denke, das Problem ist, er wird das umdrehen. Wenn ich ihm sage, er gefährdet die Beziehung, wenn er nicht offener ist, weil ich damit nicht klarkomme, dann wird er das umdrehen und weiß ich nicht, irgendwelche anderen... Ich verstehe. Dann sag ihm, okay, dann lass uns eine neutrale Person suchen, die das entscheidet, wer hier Recht oder Unrecht hat. Ne? Das wäre doch das Argument, dass du es wegdelegierst. Dann sag, es soll jemand anders entscheiden. Wir gehen zu dem wie zu einem Arzt. Marie,
Wir müssen jetzt hier abbrechen auf dem Sender, weil die Sendung gleich zu Ende ist. Ich möchte aber, dass du auch noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin redest. Mhm. Du legst bitte auf und Elke ruft dich an. Ja. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Michael Jansen. Morgen sind wir auch wieder da mit einer freien Themensendung. Und morgen erreicht ihr uns unter dieser neuen Telefonnummer kostenfrei 0800 220 50 50. 0800 220 50 50. Ab 0 Uhr und um 1 sind wir wieder da. Bis dahin. Gute Nacht. Tschüss.